Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Crunchgau hier am Start mit FIFA 19. Und wir haben noch einen dazugeholt in der Zeit, wo wir die Transfers machen konnten. Und zwar Davies ist dazu gekommen. Starker Spieler, meiner Meinung nach. Jetzt so nachdem ich ihn das ein paar Mal ausprobiert habe, jetzt schon. Ist sehr hoch in der Arbeitsrate. Wird sich dementsprechend auch wahrscheinlich die Seele aus dem Leib brennen in der Zukunft. Aber so auf der linken Seite hat er mir echt, echt gut gefallen. Sodass wir jetzt derzeit sogar, ich habe Wolf mal wieder eingesetzt, der war auch gut unterwegs. Wir haben jetzt echt Luxusprobleme. So, Bolatti entwickelt sich extrem gut und schnell. Der hat fast schon letzte Saison fast immer spielenden Bergmann eingeholt. Ich lasse ihn auch drin, weil er hat echt ein paar geile Paraden rausgeholt. War auch in den letzten Spielen immer mal wieder ein Fels in der Brandung. Das heißt, er hat jetzt erstmal mein Vertrauen vor Bergmann. Wir haben ein paar Spiele hinter uns gebracht, 3 Spiele insgesamt, alle gewonnen. Wir gucken ganz kurz rein in die Spielergebnisse. Letztes Spiel gegen RB Leipzig haben wir gewonnen. Ich guck mal eben Monat ändern. Hannover 96 haben wir mit 5:1 weggeklatscht, das habt ihr ja noch mitbekommen. So, gegen Eintracht Frankfurt gab es ein 0:1 dann noch. Also, war schon geil. Kann man nicht anders sagen. Hat gut funktioniert. In der Champions League haben wir das erste Spiel gemacht, ein Heimspiel gegen Sporting Lissabon. Haben 2:0 gewonnen. Wir gucken mal eben ganz kurz auf den Wettbewerb. Ich zeige euch mal eben meine Gruppe. Ich wollte jetzt die Gruppenphase eventuell nicht alles zeigen. Aber wir haben Real Madrid bei uns drin, die gegen Legia Warschau 1:1 gespielt haben. Also werde ich wahrscheinlich die Spiele gegen Real auch noch zeigen. Sodass wir ein bisschen was aus der Gruppenphase mitbekommen werden. In der Hoffnung, dass wir natürlich als Zweiter, sollte das Minimalziel sein, eventuell auch als Gruppensieger dann da rauskommen. Aber ja, schauen wir mal. Wir spielen jetzt erstmal gegen Nürnberg, zu Gast in Nürnberg. Wir werden mit dieser Mannschaft, die ich jetzt hier ausgewählt habe, auch auftreten. Das ist eigentlich so ganz gut, was wir da ausgesucht haben. Meiner Meinung nach ziemlich stark. So mit Davies und Co. und Coman haben wir ja doch schon hier und da so ein paar gute Spieler. Bums. Boah, es läuft ganz fluffig hier eigentlich. Naja, gut, das war jetzt nicht viel, aber. Gott. Meine Güte, wie das klappt heute hier, ne? Okay, das hat nicht geklappt. Oh, das hat drüber gezogen. Egal. Ich habe es mal geschafft, hier auch mal ein Exzellent rauszuholen. Das ist mir schon viel wert in diesem Minispiel. Das schaffe ich nämlich nicht so häufig. Oder habe ich bisher gar nicht geschafft, sagen wir es mal so. So, wir sind in Nürnberg. Mich schreit der Kommentator quasi an. Und Nürnberg mit dem Anstoß. So, und wir machen mit dem 4-3-3 weiter, denn das funktioniert ganz gut. So. Davies übrigens da hinten jetzt gerade dabei. Oh, da wird das Foul gepfiffen an der Grenze. Man sieht also, Davies rennt überall mit rum. Pulisic jetzt erstmal mit dem Ball nach draußen. Ah, da wurde dann auch gleich Hunter gelegt. Ah, das ist nichts. Das ist nichts. Da hat Bolatti gar keine Probleme mit. Da lacht er drüber. So. Pulisic. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Och, ja, das ist auch für Coman und Davies nix. Robertson geht nach Juventus Turin.
Alles klar. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. So, der Ball raus. Valentini. Federico Palacios Martinez. So, dann haben wir uns gar nicht groß ausspielen lassen. Das gibt jetzt Abstoß. Abstoß. Bulatti wird den Ball nach rechts außen spielen. Ah, leider verhauen. Bums, da haben wir mal mit Davis ein bisschen angezogen. Einwurf härter, genau, weil... Muss jetzt sagen, wie es ist. Oh, Coman, nochmal mit einem Fehler. Ah, Davis haut da ordentlich rein. So, und jetzt kann man natürlich mal über die Mitte spielen. Platz ist da. Oh, verdammt. Und Rode leider nicht so safe, wie man es gerne hätte. Aber Rekik. Jetzt hier Davis. Ach, Rode. Rode ist halt nicht der... fuck. Da war ja das Totalversagen in der Abwehr. Für Hahn Nürnberg natürlich extrem wichtig. Für uns extrem ärgerlich. Katze im Weg. Muss man mal ganz kurz abwarten, bis Katze sich denkt, dass sie sich mal wieder hinlegen möchte. Leg dich mal bitte hin, Chatti. Okay. Hat sie jetzt gerade nicht so im Sinn, so wie es aussieht. Lasst uns mal ganz kurz, aber das kann ich ja zumindest schon mal machen. Mal auf die Spielinfo, Leistung. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob Rode überhaupt irgendeinen Pass bisher an den Mann gebracht hat. Rode ist mir so ein bisschen so ein Dorn im Auge. Mit Grujic zusammen sind sie eher so die nicht so passsicheren. Also 33% ist jetzt hier kein Wert, wo ich sagen würde, so boah geil, er hat auch eine 5,7 bisher. Weil er den Pfeil vertändelt hat und dann eben auch entsprechend die Zweikämpfe verloren hat. Ist natürlich dann alles ein bisschen nicht so ideal. So, Katze rollt sich wieder ein. Das kann gleich weitergehen, das freut mich. Richtig, Fahrt aufnehmen. Gehen wir mal nach oben mit weiter, den Ball. Hunter. Du hast schönes Zuspiel. Komm mal. Könnte der Ausgleich sein. Boah, Martinia. Richtig, richtig stark. Ja, Plattenhardt bringt den Ball rein. Oh! Das war eine knappe Kiste. Gute Chance. Ja, da kam der Eckball gut rein und fast ist das Ding drin. Ja, Davis kam zwar an. Auch relativ hoher Spieler. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. So, den Ball erstmal raus. Das war nicht so gut. So, Rekik den Ball raus. Aber schlussendlich noch keine Besserung bisher. Na, Coman. Klärt da. Nürnberg bisher mit viel mehr Spielwitz. So, jetzt Pulisic. Oh, gut gemacht von Coman. Den Ball auch sehr zügig gespielt. Da wurde Coman aber doch schon ziemlich der Ball weggezogen gerade, aber hat auch keinen interessiert. Pass auf die Außenbahn. Sebastian Rode. Und knapp drüber. Uiuiuiui. Aber so läuft's. Ah, und dann ist der Ball immer wieder weg.
Gott. Das ist nicht gut. Ja, der Ball raus, aber nicht gut genug gespielt. Davis. Mein Gott, ist der Junge gut. Nach Martinia. Es gibt Ecke für Hertha BSC. Jetzt die Ecke. Come on. Und jawohl, diesmal passt's. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Kommt nicht ganz so verdient. Haben zwar gute Chancen jetzt gehabt, aber Nürnberg mit doch besseren Spielanteilen bisher im Match, meiner Meinung nach. Aber für Upamecano die zweite große Chance. Und von daher für ihn wohl durchaus verdient. Man muss auch sagen, es ist immer wieder richtig gut. Ah, das war nix. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt. Ei. Nee, da war keiner. Da passt er auf und kann. Ja, und raus damit. Wie gesagt, das sind die besseren Spielanteile, die ich meine, wenn Nürnberg ins Spiel reinkommt. Da haben sie deutlich, deutlich mehr bessere. Oder, naja, was heißt bessere Möglichkeiten nicht, aber sie haben einfach schönere Spielzüge, die dann auch sehr vielversprechend sind und wo wir dann hinten häufig mal anzeigen, dass es doch nicht so gut funktioniert. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, müssen wir uns in naher Zukunft mal darüber Gedanken machen, dass wir gegebenenfalls doch keine so klasse Spieler auf der defensiven mittleren Feldposition haben. Oh! Wow. Und das meine ich so mit Davis holt da mal so ein oder andere Dinger raus. Vorhin auch der Ballgewinn super klasse gemacht. Und das sind die Dinger, die braucht man dann eben auch. Das sind so Dinger. Das sah gut aus bis hier. Da musst du so dran sein. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Komm an. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Ma, hat leider nicht so gut funktioniert. So, komm an, nochmal dran. Da kommt der Schuss. Ja, von Grüne leider nichts gewesen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und wow! Das war mal ein richtig guter Spielzug. Das war gut gemacht, auch von Hunter, der gesehen hat, dass Commander läuft. Und auch genau reingespielt. Aber diese Direktabnahme, so gut wie Martin ja jetzt auch gehalten hat bisher. Also was heißt Direktabnahme? Einmal ist der aufgetippt. Die war eigentlich definitiv haltbar. Das war jetzt nichts, wo man sich denkt, so wow. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. So. Und dann haben wir das Spiel doch jetzt schon wieder mal gedreht. Da kann er ihn stoppen. Haben wir uns vernaschen lassen. Das könnte gefährlich werden. Nach, verdammt. Ich wollte ihn weghauen. Den Ball natürlich und nicht ihn. Ja, Rode gegen Meier, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Ah, und in die Mitte. Der Sack. 2-2. Oh. Da wurde ich auch echt geblockt gerade.
Ja, der Ball nach außen. Einwurf für die Berliner. Da haben wir also den kommenden Gegner vor. Klasse Pass. Ach, das wäre auch interessant geworden, aber da sind wir nicht rangekommen. Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Da macht sich ein neuer Mann. Und dann bin ich im Abseits. Ja, genau, weil ich den Gegner angeschossen habe. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ach, die drücken wir einfach weg. Weg ist der Ball. Nope. Rekik da mit dem Fuß dran. Meine Güte. Dass wir hier dann noch gewinnen. Ah, Mühl. Drüber. Nee, den Rest lassen wir mal so, wie er ist. So, wir spielen den Ball auf Coman. Christian Pulisic. Und drin. Und wieder drin. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Ja, das mit dem Spielverlauf, so wie die Kommentatoren das sagen, sehe ich halt nicht so. Ich sehe halt diese individuellen Fehler, die wir machen. So, Davis ist am Ende. Der arbeitet halt immer nach vorne und hinten richtig gut mit. Wir werden Bittencourt reinchecken. Und der zweite. Weil auch der hat sehr viele gute Passanteile. 3 zu 2. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Alex Hunter. Coman. Marvin Plattner. Da geht's. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Puh. Ballverlust. So, und da ist es. Das Zuspiel. Oh! Das war interessant. Kurz ausgeführt. Hereingabe jetzt. Gefahr erstmal bei nach dieser Hereingabe. Das hat nicht so gut funktioniert. Hüpp, da standen wir uns jetzt gerade selbst ein bisschen im Weg. Fängt diesen Ball ab. Mach, und dann habe ich mit links. Nee, das funktioniert nicht. Und das passt nicht. Ist aber auch nicht so wild. Habe übrigens vom PSG noch ein richtig riesiges Angebot bekommen für Alexander mit 106 Millionen, die man dann sozusagen neu hätte investieren können. Aber mal ganz ehrlich, da ist er mir doch um einiges lieber. Wenn ich ihn... Oh. Ja, wer auch immer da gerade angegriffen hat, das war ziemlich gut. Ach, das war zu schnell gespielt. Ja, sind wir dran. Und Einwurf. Und raus. Okay. Haben wir noch einen Wechsel? Grüne sieht so ein bisschen durch aus auf der Seite. Ja, dann holen wir Schwarze eben noch rein. Kann der auch nochmal wieder spielen. Quirlig im Angriff, ja, das stimmt. So, Bolatti. Ach, schade. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schussversuch. Uiuiuiui. Ja, nochmal Ecke. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Jetzt der Eckball. Da hat es sah so gefährlich aus. Nochmal Ecke. Noch eine Ecke. Die Ecke kommt rein. Oh, jawohl.
Das war hart von Rekik. Aber ich glaube, das wird mehr als Eigentor gewertet. Weil da ist er auch wirklich angeköpft, klären wollen mit der Brust. Ja gut, dann ist er reingeplöppelt. Das ist dann so ein bisschen... Ach, verdammt. 2-4. Und das war's. War auch so die letzte Aktion da und Respekt an Nürnberg. Gut gespielt. Da freuen sich natürlich die Spieler über diesen hart erkämpften Sieg. Bolatti zweimal neben sich greifen müssen. Kannst aber auch echt nichts machen bei dem hier. Zu nah dran. Beim anderen Elfmeter. Was willst du da tun? Was willst du da machen? Ist halt so. Gut. Das also mal wieder zu uns. Dann werde ich jetzt mal wieder ein paar Spielchen machen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Quatsch gesagt. Haut rein. Ciao.